wieder auf fremde Rechnung getrunken? Ihr erinnert mich an einen Seemann, den ich mal kannte. Wir haben ihn während eines Orkans verloren. Wirklich traurig. Hawk. Ihr habt Fenrir einen großen Gefallen getan. Er wird bei den Dalish ein weitaus besseres Leben haben als irgendwo in Kirkwall. Das ist es. Ihr hattet eine Schwäche für dieses Mädchen mit den Griffon-Tätowierungen, richtig? Wie hieß sie noch gleich? Die Laienwächterin. Ganz genau. Ihr wart doch auch da in der Nacht, als ich... Oh, wart ihr der entflohene Magier, der diese Elektrizitätssache konnte? Das war schön. Hört bitte auf zu reden. Sofort! Sollten sie alle zurückschicken, dann sind sie wieder glücklich. Diese Docks werden strenger geführt als die Schiffe. Wenn wir schon hier sein müssen, dann ohne eure Anwesenheit. Wir sollten weitergehen. Thank you.
Captain Hawk. Arianne hat mir gesagt, ihr hättet für ihren Sohn Fainreal einen besseren Weg als den Zirkel gesucht. Ich dachte, ihr würdet vielleicht noch einmal einigen Magiern eure Freundlichkeit erweisen. Kennen wir uns? Ich bin Sir Thrask von den Templern. Habt ihr den Mann bereits vergessen, den ihr wegen des Todes seiner armen Tochter immer noch erpresst? Doch wie verabscheuungswürdig ihr mich auch behandelt habt. Ihr wart gerecht und freundlich zu dem Magier Fainreal. Und ich kann sonst niemanden fragen. Verratet ihr mir Einzelheiten, bevor ich zusage? In diesen Höhlen verstecken sich einige Abtrünnige. Wir werden nicht für euch Abtrünnige töten. Ich hatte gehofft, ihr würdet mit der Gruppe sprechen und sie zum friedlichen Aufgeben überreden, bevor die anderen Templer kommen. Es würde mir nicht gefallen, wenn daraus ein Massaker würde. Danke. Euer Mitgefühl steht euch gut zu Gesicht. Diese Magier haben bewiesen, dass sie Templer sofort angreifen. Ihr habt eine bessere Chance, sie zu überzeugen, dass ein Leben im Zirkel besser ist als ein Tod in Freiheit. Ser Karas jagt sie ebenfalls. Wenn sie sich bis zu seinem Eintreffen nicht ergeben haben, kommt es zu einem Blutbad. Toten erweckt. Sie müssen wahrhaft verzweifelt sein. Magier werden immer auf das Verbotene zurückgreifen, wenn die Not in ihren Augen groß genug ist. Bitte sagt mir, dass wir diese armen Narren nicht zurück in den Zirkel zwingen werden.